Lieber Sebastian, das ist jetzt unser zweites Treffen, weil beim ersten Hallo Treffen Roland. hatte ich erst den ersten Teil von deinem Buch gelesen und jetzt kam ich dazu, die restlichen 250 Seiten zu lesen. Und in denen gehst du weg von der Historie, weg von dem chinesischen alten Brauch, dass Musik hochgeschätzt wird in deinem Buch, wie Musik die Welt erschafft, zu unserer Zeit, zu unserer Musik, zu unserer Popmusik. Das war natürlich für mich auch einer, der mit Popmusik quasi aufgewachsen ist und meinte, Love is a Battlefield und alles Mögliche, das wäre der richtige Klang. War ich natürlich zuerst irritiert, konnte es aber gut nachvollziehen. Was lief da irgendwie vor 100 Jahren in Anführungszeichen so ein bisschen schief? Was kam da rein? Was hat uns da ein bisschen wegbewegt? Man muss ein bisschen verstehen, was die Kräfte der Musik denn im Detail sind, um nachzuvollziehen, warum Popmusik diese substanzlose, sage ich jetzt mal, Wirkung hat oder diese nichtige Aussagekraft. Und zwar gibt es drei Hauptzutaten in der Musik. Das ist Melodie, Harmonie und Rhythmus. Und man sollte sich ein bisschen auskennen in der Musik, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Jeder weiß natürlich, ah ja, Melodie, das ist halt eine Melodie, das singen wir. Rhythmus, also meine Schüler sagen immer, Rhythmus ist Schlagzeug dann und Harmonie, na, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber in der Musik sind es ja bedeutende Elemente. Und die Handhabung und die Verwendung dieser Elemente entscheidet letztlich darüber aus, welche Information oder welcher Code wie entschlüsselt wird. Also, wenn wir einen klassischen Komponisten nehmen, hatte der natürlich ein ganz anderes Verständnis, einen ganz anderen Umgang von Harmonielehre, Melodielehre und Rhythmuslehre. Zum Beispiel Mozart von sich selber hat gesagt, ich bin kein Genie, ich war einfach nur, es gibt nicht einen Meister, den ich nicht fleißig studiert hätte. Das heißt, diese ganzen großen Komponisten, die wir kennen, die haben sich mit Musik ganz intensiv auseinandergesetzt und das auch wirklich gelernt. Also war nicht einfach so, dass davon ein Genie vom Himmel geflogen ist, sondern die haben wirklich sich auseinandergesetzt. Beethoven hatte ein Skizzenbuch geführt, hat da immer seine Skizzen, seine Ideen reingeschrieben, aber diese Ideen hat er dann wirklich handwerklich und fleißig und intensiv ausgearbeitet. Also das müssen wir verstehen, dass das Musikhandwerk oder die Musikkunst etwas ist, was man wirklich lernen muss und durchleuchten muss und sich ganz, ganz intensiv damit beschäftigen muss, damit wir solche eindrucksvollen Werke oder solche nachhaltigen Wirkungen haben, wie sie zum Beispiel eben in der Sinfonie von Beethoven steckt. Die Popmusik geht da ganz anders ran. In der Popmusik geht es natürlich nicht darum, große Werke zu schaffen von einer Dreiviertelstunde, sondern es geht um eine möglichst schnelle Wirkung beim Zuhörer. Der soll ganz schnell mehr oder weniger erreicht werden. Was ja auch alles ist ja auch okay, da ist ja noch gar nichts zu sagen. Und auch in der Popmusik gibt es eine bestimmte, braucht man ein bestimmtes Handwerk. Also die Popmusik jetzt, als sie angefangen hat, so sagen wir mal in den 50er Jahren, vielleicht zuerst mit Elvis Presley, dem Rock'n'Roll und dann mit den Beatles, da war natürlich auch ein gewisses Handwerk vonnöten. Aber wenn wir das vergleichen mit der Musik davor, was extrem reduziert, ne? Auch ein vom Instrumentarium. Man hat nur gebraucht Schlagzeug, Gitarre, Klavier und Bass, mehr oder weniger, und dann noch den Gesang. Auch da ist nichts Wertendes erstmal dabei. Das ist einfach so geschehen und das hat ja auch seine Berechtigung, genauso wie vorher die Volksmusik mehr oder weniger ja auch einfach gehalten war und Pop im Grunde nichts anderes ist als eine Weiterentwicklung der Volksmusik. Also Pop steckt ja schon drin. Nur,
dass eben die Popmusik nicht mehr vom Volk selber gemacht wurde. Volksmusik vorher diente dazu, also dass eben das Volk sie auch macht. Man hat zu Hause die Lieder gesungen und zu Hause die Lieder gespielt. Und mit der Entstehung der Popmusik hat sich das umgedreht. Es gab jetzt Künstler, die sozusagen das erledigt haben für den Hörer. Der hat plötzlich nur noch konsumiert, aber nicht mehr selber gemacht. Und wenn wir jetzt nochmal diese Elemente anschauen, Harmonie, Rhythmus, Melodie, dann ist dieses ganze Wissen darum natürlich in der Popmusik extrem reduziert. Ich glaube, es war Pete Townshend von The Who, der gesagt hat, Popmusik, Rockmusik ist total einfach. Jeder kann das in 5 Minuten auf dem Weg ins Studio, schreibt dann ein paar Akkorde und eine Melodie dazu und fertig. Und da hört man ja auch schon, also er hat das ja quasi zugegeben, da ist nicht mehr viel, da muss man nicht viel können. Ne? Und dieses fehlende Können oder diese fehlende Auseinandersetzung damit hat natürlich auch eine Wirkung. Und das führte letztendlich über die Jahre und Jahrzehnte dazu, dass sich die Industrie mehr oder weniger der Musik bemächtigt hat und möglichst schnell Musik nur gemacht hat, um kommerzielle Erfolge zu erzielen, um Geld zu verdienen. Aber das Musikhandwerk ging dabei mehr oder weniger verloren. Und eben das Melodiöse, die Kunst, Melodien zu entwickeln und sich auch mal mit einer Melodie auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel, ich finde, ich bin großer Beatles-Fan und die Beatles schätze ich deshalb so hoch ein, weil da das Melodiöse noch extrem im Vordergrund stand. Und Melodie ist ganz, ganz wichtig für uns Menschen, dass wir eine Melodie haben, weil an der Melodie, über die Melodie definieren wir unsere Sehnsucht nach etwas Größerem, nach dem Göttlichen. Also die Melodie, man sagt, die Melodie ist der Ruf nach Gott sozusagen. In der Melodie dieses, ja, diese geschwungenen Bögen und wir können hier wirklich unsere ganzen Gefühle ausdrücken in einer schönen Melodie. Und damit wird sozusagen auch die Erinnerung wachgehalten, dass wir nicht getrennt sind von Gott, sondern dass wir es nur vergessen haben oder vom Göttlichen. Und deswegen ist Melodie ganz wichtig, weil das uns immer wieder nährt mit, ja, unser Herz oder unsere Seele, unser Geist ist angebunden an was viel Größeres. Und wenn in der Musik die Melodien verloren gehen, dann geht auch die Erinnerung an dieses Göttliche verloren oder an diese göttliche Anbindung. Die Anbindung selbst geht nicht verloren, aber die Erinnerung daran. Und das ist ja das Entscheidende, was dann die Gesellschaft neu formt. Wenn wir uns die Erinnerung an das All-Eins verloren geht, dann verhalten wir uns ganz anders. Dann fühlen wir uns verloren, dann fühlen wir uns verzweifelt, dann bekommen wir Angst, auch ganz viel unbewusst natürlich. Und dann agieren wir das auf der gesellschaftlichen oder globalen oder wie auch immer nationalen Ebene aus. Und dann haben wir solche merkwürdigen Erscheinungen, wie zum Beispiel jetzt diese ganze Corona-Geschichte, die spaltet, trennt, die quasi nur ausagiert, die vergessene Erinnerung an wir sind eins. Und das ist zurückzuführen auf das fehlende Melodiöse zum Beispiel, also die fehlende Melodie in der Musik. Und wenn heutzutage Leute sagen, ja, aber da ist doch eine Melodie bei, was weiß ich, Lady Gaga oder Rihanna oder was weiß ich, dann sage ich, na dann pfeif mal, pfeif sie mir mal vor, kann keiner. Man kann ein paar Worthülsen, baby, 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 baby oder sowas, ne? Also, aber das ist keine Melodie, keiner kann, pfeife mal eine Melodie vor der letzten 15 Jahre, Roland, das wird dir wahrscheinlich auch schwerfallen. Gut, wir kennen das auch nicht, aber ich muss gestehen, es kann keiner. Also ich muss gestehen, ohne es zu wissen, ich glaube, die letzten CDs, die ich gekauft habe, die dürften jetzt fast 20 Jahre her sein. Also mein Archiv, und das hat, ich habe mit Sicherheit mehr als 500, 600 CDs gekauft, die sind alle älter und ja. Ich lade auch keine Musik großartig runter, weil irgendwie, wo ich den Fernseher vor 15 Jahren abgeschalten habe, habe ich auch den Radio abgeschalten. Also ich habe seit 15 Jahren sozusagen mich unterbewusst, obwohl ich dein Buch noch nicht kannte und deine Thesen, davon schon mal gelöst. Weil das, was du sagst, hört sich so an, dass wir mittlerweile eine Verpackung kaufen. Der Inhalt, den kennen wir gar nicht. Wir sind vom Konsum her, von dem prägenden Bild, das gab ja solche Shows, wo irgendwelche Superstars gemacht wurden. Die hatten ja keine Ahnung von Singen, die wurden gemacht. Eine Verpackung wurde nach außen hin getragen.
Jetzt die spannende Richtig. Frage: Wie kommen wir wieder zu dem richtig Hören? Also, wie können wir unsere, ich sage es jetzt mal plakativ, verkümmerte, verirrte Ohren wieder anbinden? Gibt es da eine gute Musik, um sich wieder in Harmonie zu bringen? Oder müssen wir einfach mal 10 Jahre weghören? Oder was ist da deine Empfehlung? Also eine Empfehlung an den Einzelnen ist natürlich, sich mal darauf einzulassen, auf diesen großartigen Fundus an Musik, den wir natürlich auch zur Verfügung haben als Menschheit mittlerweile. Also anders als noch vor 400 Jahren oder 300 Jahren haben wir heutzutage ja alles zur Verfügung. Also wir können von der Renaissance bis zu den Beatles so unglaublich viel schöne Melodien zum Beispiel hören, ja, und so unglaublich viel unterschiedliche Musik, die mit so viel Kraft und so viel Wirkkraft und so viel, wie soll ich sagen, mit so viel Energie auch, die uns erheben könnte und die uns wieder zu uns zurückführen könnte, die unser Bewusstsein oder unsere Bewusstheit nährt. Also wir haben ja unglaublich viel zur Verfügung und ich lade einfach da erstmal jeden dazu ein, mal darauf zurückzugreifen. Und zwar wirklich in guter Klangqualität. Also bitte nicht auf MP3, weil in MP3, das ist so weg, die wichtigen Informationen sind alle rauskomprimiert, sodass wir eigentlich von den Nährstoffen da nichts mehr haben. Also MP3 ist ein bisschen auch, wie du gerade sagtest, nur eine Verpackung. Da ist aber nicht mehr so viel drin. Wir hören zwar noch, ah ja. Es ist sowas, aber MP3, also ist mein Thema für sich, da kann man ganz viel drüber sagen, empfehle ich überhaupt nicht. Also bitte in guter Qualität, damit die ganzen Informationen auch wirklich uns erreichen. Das wäre eine CD-Qualität, wäre das noch oder? CD-Qualität ist mit das Mindeste. Mittlerweile gibt es ja auch schon wunderbar Streaming-Dienste, die sogar in Master-Qualität, also in Studio-Qualität, das ist dann nochmal In eine 96 Liga Kilobit. besser. Oder in Bitte? 96 Kilobit. In 96 Genau. Kilobit verlustfrei streamen. 96, manchmal sogar 192. Also zum Beispiel eine Blu-ray hat meistens eine super gute Audioqualität, wenn wir einen Film auf Blu-ray schauen. Und wir haben Streaming-Portale wie Tidal zum Beispiel, die wirklich auch in Master- und Hi-Fi-Qualität Musik anbieten. Also mein Sohn wollte neulich unbedingt Spotify haben und habe gesagt, nee, das kann ich dir nicht unterstützen. Spotify ist eine schlechte Qualität, außerdem werden die Musiker ausgebeutet. Aber ich mache dir Tidal drauf, also Tidal wird es geschrieben, empfehle ich mal. Und dort kann man wählen, zumindest kann man wählen zwischen MP3 und bis Master Hi-Fi-Qualität. Und das ist ein Riesenunterschied. Also bitte Musik in guter Qualität hören. Es ist ähnlich essen wir lieber einen Bio-Apfel essen. Ja, weil da sind die Nährstoffe noch drin. Ne? Also gute Qualität, in guter Qualität. Und das ist eine, weil dadurch, allein durch das Hören von nährstoffhaltiger Musik, von kraftvoller, nachhaltiger, substanzvoller Musik, wie eben die meisten Klassiker, aber auch natürlich die eine oder andere Popmusik, nähren wir den kollektiven Geist. Also indem ich gute Musik höre, höre ich das nicht nur für mich natürlich auch. Ich habe meinen eigenen individuellen Vorteil davon. Aber ich nähere den kollektiven Geist, der gerade extrem verunsichert ist und angstvoll. Also ich nähere ihn mit liebevollen Klängen und die verbreiten sich irgendwie. Also ich tue sozusagen auch was für eben für unser Einssein, für unser kollektives menschliches Einssein oder überhaupt unser universelles Einssein. Und wenn viele Menschen da einfach mal bewusster hören und sagen, gut, ich lass mich jetzt mal ein auf eine Mozart-Sinfonie und ich höre sie mir mal wirklich von vorne bis hinten an und ich höre mir mal ein Klavierkonzert von Beethoven an und nicht nur so nebenher. Auch wenn ich vielleicht erstmal denke, oh, es gibt ja so gerade so Jugendliche, ich kenne es ja, ich unterrichte ja Jugendliche. Das Interessante ist aber, ich beobachte das immer wieder, dass sie erstmal so, ist ja uncool. Und dann, wenn sie es gehört haben, dass mit ihnen was passiert ist. Und zwar wirklich, ich kann sagen, zu 90%. Sie können es nicht immer artikulieren. Sie können dann nicht sagen, oh ja, jetzt geht es mir viel besser. Aber man merkt es an ihrer Haltung, an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie gerade genährt wurden. Ob es ihnen bewusst war oder nicht. Aber es ist was passiert mit ihnen.
Und selbst wenn es ihnen gar nicht gefallen hat, weil selbst wenn sie sagen, oh, war voll langweilig, die Nährstoffe hat sie trotzdem erreicht. Und also da können wir viel tun, einfach um ja diesen, sage ich jetzt mal, diesen Topf, diesen geistigen Topf zu füllen mit geistvollen, substanzvollen Klängen. Und das Zweite ist, was ich persönlich glaube, ist, dass wir uns gar nicht so viel große Gedanken machen müssen über, was können wir tun, weil die heutige Popmusik, das Problem an der heutigen Popmusik, sie ist so substanzlos und so gehaltlos. Also ich habe das ja gerade schon gesagt, da fehlen die Melodien, da fehlen aber mittlerweile auch die Harmonien. Also wenn ich sagte, Melodie ist der Ruf nach Gott, dann sagt man, Harmonie ist die Antwort Gottes auf den Ruf des Menschen. Also die Harmonie, das Einssein, das Zusammensein, das Einssein steckt ja schon im Wort. Der Einklang, es kommt aus dem Griechischen, Harmonie bedeutet der Einklang. Also das ist die Antwort Gottes, ist quasi, ihr seid alle eins. Und das wird über die Harmonie oder die Harmonik oder der Umgang mit Harmonien in der Musik wiedergespiegelt. Und wenn wir wenn dieser harmonische Umgang eben auch gekonnt ist und vor allem Sinn macht und die Melodie, also den Ruf unterstützt, dann fügt sich wieder zusammen, was getrennt war. Also wenn Mozart eine Melodie geschrieben hat und dazu eben dann ein harmonisches Gerüst gebaut hat und das noch auf verschiedene Instrumente oder wie auch immer verteilt hat, dann hat es vor allem eins gemacht, nämlich Sinn. Bei Mozart macht einfach alles Sinn. Bei Beethoven auch, bei vielen macht einfach alles Sinn. Man denkt sich, ach ja, und auch manche harmonischen Wendungen, wenn die dann, was weiß ich, wenn sich der Ruf nach Gott so ein bisschen verloren hat und dann kommt plötzlich eine harmonische Wendung und sagt, wieso, ist doch alles okay, ist doch alles in Ordnung. Also das hört man in solcher Musik, in Mozarts Musik. Diese harmonischen Landschaften, die einfach uns einfach die Sicherheit geben, wie sie sagen, es ist alles harmonisch. Wir haben es nur vergessen. Und das können wir über solche Musik erfahren. Und das ist in der Popmusik ja völlig, da werden ja Harmonien einfach nur so benutzt, einfach um, eben wie Pete Townsend gesagt hat, kommen zwei, drei Akkorde, ein bisschen Baby, ich möchte mit dir kennen oder was weiß ich und überhaupt. Also das ist ja nicht... Es ist ja mehr oder weniger nur ein spontaner Ausdruck, aber hat mit. Im Grunde ist Popmusik ein bisschen so wie ein Bild, das ein Kind malt, so hier, ich male ein Bild und sagt, schau mal, habe ich gemalt und man sagt, ja, schön, aber es ist noch kein Kunstwerk. Ne? Und die meisten Kinderbilder sind sogar besser als die Poplieder von heute, sage ich mal. Also immer noch schöner und gehaltvoller. Aber es ist keine Kunst dahinter, ne? Und keine Substanz. Und was ich sagen wollte, ist, die Popmusik von heute ist so substanzlos und so gehaltlos, dass sie quasi den Code Substanzlosigkeit und Gehaltlosigkeit aussendet und sich früher oder später eigentlich selber auslöscht, ihre eigene Substanzlosigkeit, weil irgendwann ist einfach nichts mehr da. Und man merkt es ja auch jetzt erstmal schon am Ausdruck der Welt. Was gerade passiert, ist im Grunde leben wir in einer Welt der totalen Fälschung. Also Fake News, Lügen, Fälschung, Falschbehauptungen, die mit so einer Unverschämtheit fast schon dargeboten werden. Keiner kommt zum Beispiel auf die Idee und sagt mal, ja, wir denken immer nur, Krankheit sei ansteckend, aber was ist denn mit Gesundheit? Gesundheit kann ja auch ansteckend sein. Ja. Warum lassen wir nicht die Gesunden auf die Gesellschaft los und stecken und lassen die Gesunden die Kranken anstecken, sozusagen? Also da ist ja völlig was irgendwie. Es wird verdreht. Es falsch wird verdreht. Gelaufen. Und ja. Lass mich noch einen Gedanken anbringen. Du hast vom MP3-Format und ich bin ja so ein bisschen ein technischer Hintergrund als Informatiker. Man hat ja damals geringe Speicherkapazität gehabt, die Bandbreite war auch und man wollte das halt mobil machen. Also hat man einerseits die Bandbreite reduziert, weil man gesagt hat, 80%, 90% der Bevölkerung hört eh nichts über 24 Kilohertz und unter 20 auch nicht, also kann man das abschneiden.
Und dann haben wir gesagt, okay, so schnelle Tonwechsel hört das normale Ohr auch nicht, dann können wir die auch abschneiden, also sprich glätten. Und dadurch sind ja viele Harmonien, viele Klänge, viele Melodieanteile verloren gegangen. Also man hatte etwas sozusagen entkernt, geglättet, wo du jetzt sagst, das hörten wir zwar nicht, aber wir spüren es. Es durchdringt uns trotzdem, weil natürlich, es ist eine Welle, es ist noch Klang. Auch wenn wir ihn nicht hören, erreicht er unseren Körper. Bei tiefen Bässen merken wir das ja auch. Wir hören teilweise nicht, aber alles wummert und man fühlt sich richtig schlecht. Und hohe Töne ähnlich. Und da gibt es ja durchaus andere Ohren von Tieren, die hören ja viel höher. Also der Klang ist ja da. Und das Spannende, wo du gesagt hast, mit den Kindern, die kriegen das dann plötzlich mit. Jetzt macht man ja durch Corona inspiriert CO2-Ampeln rein, dass die Menschen, die Kinder merken, oh, der CO2-Gehalt in der Luft ist schlecht, wir müssen wieder lüften. Was wäre so eine CO2-Ampel bei der Musik, wo wir merken, hey, jetzt ist eine gute Musik auf uns eingeströmt, jetzt werden wir reicher, jetzt werden wir gesünder. Weil ich glaube, mittlerweile sind wir so weit entfernt, dass wir gar nicht mehr auf unseren Körper hören, ob wir gesund oder krank sind, sondern mehr an der Verpackung uns festmachen. Also die wenigsten spüren doch selber, ob es ihnen gut geht, sondern die rennen im Hamsterrad, rennen irgendwo rum und machen immer weiter, werden krank und kränker, kriegen Burnout oder Krebs und merken es erst, wenn der Arzt sagt, leider unheilbar. Aber wenn wir auf unseren Körper hören würden, wenn wir also so eine Ampel hätten, dann könnten wir doch viel früher reagieren. Gibt es da was in der Musik, wo wir merken, hey, es geht uns viel besser, oder brauchen wir da jemanden von außen, der sagt, hey, heute siehst du wieder gut aus, du bist so ausgeglichen? Das, sage ich jetzt mal, die Problematik ist, dass viele Musik, nachhaltige Musik, substanzvolle Musik, ein bisschen Zeit braucht, um ihre Wirkung zu entfalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von heute auf morgen im Rauchen aufhöre, dauert es ein bisschen, bis ich die Wirkungen spüre, dass es mir eigentlich ohne Rauchen besser geht, dass ich wieder mehr Kondition kriege. Oder wenn ich anfange, meine Nahrung umzustellen, erlebe ich vielleicht den ein oder anderen, die eine oder andere positive Rückmeldung schon sofort, aber die endgültige Wirkung, also dass ich zum Beispiel jünger wirke, dass ich insgesamt vitaler bin, dass ich vielleicht mich nicht mehr so viel aufrege wie früher oder weniger Wut verspüre. Das ist ja, passiert ja über einen langen Zeitraum. Und vielen Menschen oder uns Menschen fehlt manchmal einfach so der Überblick oder auch die Geduld zu sagen, wie war ich denn vor 2 Jahren, sage ich jetzt mal ganz plakativ, als ich nur Techno gehört habe und jetzt höre ich seit 2 Jahren vermehrt klassische Musik. Was hat sich in mir verändert? Also wir müssen uns schon etwas Zeit geben, um die Wirkungen dann auch wirklich nachvollziehen zu können, über einen längeren Zeitraum. Weil die Musik eben so substanzvoll ist und auch so nachhaltig, dass sich das eben über einen etwas längeren Zeitraum, aber dafür dann auch wirklich stabil verändert. Also dann eben über einen nachhaltig. Also und bei Popmusik ist es halt genauso umgekehrt. Es gibt mir schnell mal ein gutes Gefühl. Ne? Jetzt fühle ich mich cool oder jetzt habe ich, ja, und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Es ist ein bisschen wie, im Grunde ist Popmusik ein bisschen wie Drogen, also wie Alkohol, genau, oder Zigarette. Schnelles, kurzes, gutes Gefühl, aber auf Dauer schädlich. Oder ein Arzneimittel, ein chemisches Produkt, und du hast die natürliche, die homöopathische Seite, die braucht auch ihre Zeit zur Entfaltung. Also das, was du erzählt hast, ist plausibel. Bitte? Das, was du gerade erzählt hast, ist absolut nachvollziehbar. Das, wenn man die Natur anguckt, wie sie in Zyklen arbeitet, wie sie einfach ihre Zeit auch braucht für die Wirkung, dafür aber schonend vorgeht. Ich verstehe das richtig, was du sagst, ja? Das ist genauso wie beim Instrument üben. Also viele fangen gar nicht erst an mit dem Instrument, weil sie denken, das dauert so lange. Ja, es dauert lange, bis man ein Instrument kann. Oder bis man auch die positive Wirkung dann wirklich langfristig spürt. Bis man so etwas spürt wie, also der Einsatz beim Üben ist natürlich manchmal anstrengend, sicher. Aber die Freude, die am Ende rauskommt, die ist dauerhaft. Und die ist, also gibt es ja auch genügend Beweise dafür, was Musizieren mit uns macht und dass das wirklich nachhaltigen Effekt auf unser ganzes Leben hat, bis hin, wir bleiben länger fit,
unser Gehirnkapazität ist besser, es beugt Alzheimer vor, Demenz. Also die Untersuchungen gibt es ja, nur wir müssen natürlich uns hinsetzen und selber üben. Das müssen wir natürlich machen. Und viele Menschen haben heutzutage keinen Nerv mehr oder bringen die Geduld nicht auf, eben weil man ja schnell konsumieren kann. Das ist ja im Grunde auch wie, wir haben jetzt hier eine Krankheit, okay, wir wollen schnell einen Impfstoff haben, der uns rettet. So funktioniert's nicht, weil es kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu, weil du vorhin fragtest, was können wir tun mit Musik für unseren Körper. Musik wirkt vor allem auf die Geistebene ein. Und für mich, in meiner Auffassung, und nicht nur in meiner Auffassung, sondern auch in der Auffassung vieler spiritueller und philosophischer Ansichten der vergangenen Jahrtausende, ist der Geist der Knackpunkt und nicht der Körper. Also unser Körper ist, wie du auch sagst, ist eine Verpackung. Steuern ohne Geist ist unser Körper gar nichts. Da liegt er einfach nur, ist einfach nur ein Klümpchen Erde. Unser Geist ist entscheidend. Und wir wissen ja, dass wir mit unserem Geist auch Dinge beeinflussen können. Wenn ich mir einbilde, krank zu sein, dann werde ich krank. Wenn ich mir einbilde, gesund zu sein, oder wenn ich sage, ich bin gesund, dann bin ich gesund. Also unser Geist ist im Grunde wahnsinnig machtvoll. Klar, weil er ja eins ist mit dem Geist Gottes. Ja. Und wenn wir diese Erinnerung wieder haben, dass wir eigentlich im Geiste Gottes leben oder existieren, dann haben wir natürlich auch wieder unser ganzes Potenzial, unsere ganze Kraft, unsere ganze Macht zur Verfügung. Und viele Musik, eben so, was ich gerade sagte, Mozart, Beethoven, Bach, wirkt auf den Geist ein, weil sie von dort auch empfangen wurde. Also die Bach war so religiös, spirituell, dass er gesagt hat, ja, das kommt von Gott. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber irgendjemand sagt mal, wenn Bach komponiert hat, hat er seinen Sonntagsstaat angezogen, also sein Sonntagsanzug um, weil er gesagt hat, jetzt trete ich in Verbindung mit Gott, wenn ich komponiere. Also er hat quasi die göttlichen Klänge genommen, sie in irdische umgesetzt. Also da war Gottes, in Bachs Musik ist Gottes Geist enthalten. Und wenn wir Bach hören, dann nähern wir uns mit Gottes Geist. Das heißt, wir stärken unseren eigenen Geist. Und dieser eigene Geist ist dann auch irgendwann in der Lage zu sagen, was mein Körper tun soll. Ne? Oder zumindest, selbst wenn ich dann krank wäre, zu sagen, na gut, nehme ich hin. Ich bin ja nicht der Körper eigentlich, sondern ich bin mein Geist. Also diese Verschiebung von der Identifikation mit dem Körper zur Identifikation mit dem Geist, der ist durch bestimmte Musik möglich oder kann uns dabei unterstützen. Und wenn wir diese Verschiebung der Ebenen wieder vermehrt erreichen, ja, dann lösen sich solche Probleme wie Corona. Das ganze Corona-Problem ist ein Problem auf einer tiefen physischen Ebene, also auf einer niedrig schwingenden Ebene. Ja, wenn wir lernen, wieder höher uns aufzuschwingen, dann verschwindet dieses Problem ganz von selbst. Das zu der Ampel. Ich finde es ganz toll, weil es kam mir ein Bild, wo du es erzählt hast. Eigentlich hast du eine schöne Betriebsanleitung gefunden, weil es gibt das mache ich jetzt in Kurzform, ein schönes Gleichnis. Da kommt ein Schüler zum Meister, der natürlich absolut in der Einöde lebt und will unbedingt bei ihm vorbeikommen. Da schickt ihn immer wieder weg, aber ich will doch wieder. Die Quintessenz ist, zum Schluss sagt er, du musst dich zuerst lehren, um sich wieder zu füllen. Und durch die Popmusik und durch Techno und durch den Rock, durch die ganze Musik, was wir erlebt haben, haben wir unseren Geist so weit geleert, da ist ja eigentlich nichts mehr da. Es ist ja nur noch Hülle. Es ist ja nur noch Hülle. Und die meisten Menschen merken ja auch, dass sie substanzlos sind, dass sie einfach nur noch dahin vegetieren, sich von irgendwas bespaßen lassen, Titytainment, um irgendwie den Abend zu genießen von einem Fernseher und Flasche Bier. Also völlig substanzlos. Und wenn du die fragst, was der Sinn ihres Lebens ist, können die auch keine Antwort geben, weil er völlig los ist. Aber ja, weil die Harmonien, die sinngebenden Harmonien fehlen. Genau. Das Schöne ist ja, dadurch, dass sie sich jetzt komplett nackig gemacht haben, komplett geleert haben, haben sie jetzt einen Körper, ein Behältnis, einen Geist,
einen Rahmen, der gefüllt werden will, weil Leben ist Fülle. Und du hast durch die Musik ihnen ja eine Anleitung gegeben, wie sie sich gut füllen können. Nicht mit Fast Food, sondern mit Slow Food. Mit guter Nahrung, mit guten Elementen, die wieder in Klang bringen. Und du hast jetzt keine konkrete Zeit genannt und das ist auch gut so. Es braucht die Zeit und jede ist individuell. Wenn einer sagt, hey, das Video hat uns jetzt so oder mich so inspiriert, ich höre jetzt auf mit meinen ganzen Verwirrungen und ich fange jetzt an, dann kann es vielleicht in ein paar Wochen schon so gut führen. Wenn einer sagt, ich mache lieber sanft und langsam, dann ist er in 10 Jahren. Das Schöne ist, jeder hat jetzt durch deine Worte und durch dein Buch, was du schön aufgeschrieben hast, einen Fahrplan bekommen, dem er folgen kann. Er kann im Zug einsteigen, er kann ein Stück weit mitfahren. Aber du hast den Menschen, glaube ich, jetzt eine Möglichkeit geboten. Und es sind ja nur Möglichkeiten, die wir in unserem Leben haben. Ob wir sie nutzen oder nicht, bleibt uns überlassen. Und ich glaube, Corona, wenn wir zum Schluss da durch sind und das ganze Revue passieren lassen und wirklich klar analysieren, zum Beispiel im Vergleich zur Schweinegrippe vor 10 Jahren, dass wir dann vielleicht eher wieder zu uns selber kommen und unsere Kraft stehen. Das wäre schön. Ich danke dir an der Stelle. War wieder hochinteressant. Wir könnten eine Stunde lang weiter plaudern, aber ich weiß, du hast den nächsten Termin. Von daher heute an der Stelle. Vielen Dank. Danke dir auch, Roland.